Robert! Was willst du, Frau? Was machst du? Ich gucke Fernsehen. Ich gucke hier gerade, unsere Zwillingsfamilie kommt jetzt hier. Die Kopie der Geissens. Das soll ich sein? Nee, da bist du nicht. Die hat ja eine viel zu große Nase. Das ist Steffi Graf. Das ist Steffi Graf? Nee, das bin auch nicht ich. Das ist der, wer ist der? Der Torwart. Inspirieren durch ihre Kunst, ihr Schaffen, ihre Visionen. Hier seid ihr. Wer ist der Torwart? Hi, guck mal. Kahn. Olli Kahn soll das sein. Was hast du denn da geholt? Popcorn und alles. Guck da. Das bist du. Definitiv der Baller. Ach, bei Lanz, Carmen. Guck. Mal, das sind so Behinderte. Ich glaube, ich spinne. Mein Gott, das ist aber schon lang her, ne? So hochblond. Ja, das ist Wetten, das ist das. Guck dir das an. Guck jetzt die Zähne. Der hat die Zähne im Karnevalsladen gekauft. Die sind bestimmt aus Plastik. XXL. Vielleicht sollten wir den mal schicken, wo wir zum Zahnarzt sind. Brada. Brada? Also wenn du so aussehen würdest... Der hat doch nur die Zähne vorne gemacht. Der hat hinten ja keine. Guck dir das an. Ja, die Frisur ist auch schon out, aber okay. Aber Herr Lanz kommt natürlich auch gut rüber, ne? Oder? Guck mal. Guck mal, der guckt doch. Ja. Er hat ein bisschen lange Ohren, das stimmt. Die Ohren sind doppelt so groß wie vom Original. Natürlich günstig, aber gut gemacht. Für die Linke, da war mein Dubber, ey. Was wie viel ist da echt und wie viel inszeniert? Hör mal, Markus, die zeigen uns genauso, wie wir sind. Wir sind ganz normale Leute. Ja, da wenn bei uns irgendwie hat die ist, da fliege ich mit ein verzerrtes Gesicht, oder? Ja, die hat aber groß, die hat die denn für eine BH an? Wie kommt die denn an die große Möpse? Ja, so große habe ich ja nicht. Michael, ist die sind nicht schlecht, also der ist wie sich, aber wir sind ja im Original. Sei doch mal ruhig, ich bin doch dran, ich erzähle doch irgendwas, oder? Boche und Banane. Ehrlich. Für Sie ein besonderer Tag. Ich sag jetzt gar nicht, ich mach wieder aus jetzt hier. Nein, jetzt so, ich mach aus, ich hab keine Lust mehr. Danke sehr. So, die sind gut, aber wir sind natürlich am Ende des Tages sind wir ja noch durchgeknallt. Wir müssen uns im Fernsehen ja immer benehmen. Stimmt. Guck mal. Guck mal, du sitzt doch nicht so. Erinnert mich mehr an den Markus Markulärsch. So eine Stimme habe ich doch auch gejagt. Er hat es aber gut drauf, das geht auch um 1 Uhr Mittagessen. Das hat er schon gerafft. Guck mal, und da Bolsch und Banana. Und ja, die singt genauso wie du. Nee. Schatz. Einmalig, da gibt es noch mehr von. Pass auf, ich sag's dir. Da singe ich doch ein bisschen besser. Der Heli geht bzw. fliegt. Bitte. Wer soll er denn sein? Wer ist er denn? Ach, du kriegst die Tons. Der Penner von nebenan. Papa. Ja, jetzt ja, hast du aus. Das habe ich aus jetzt hier. Guck mal, die Zähne, das kap er die Zähne. Aber die Nase habe ich nicht, so Nase. Nee, das ist ja ein Haken. Ne? Und der hätte ja auch mal bei Roberto Gassini einkaufen können, da wäre wenigstens origineller drauf. Robert, guck mal, sieh, Mama. Ich persönlich die Stimmbänder ziehen. Ich habe dich beim ersten Mal schon gehört. Ach, Robert. Ich weiß, wie ich heiße, Papa. Nee, ich bin jetzt. Das ist alles bei uns aus der Sendung aus. Ja. Ich wollte dir auch nur sagen, ich bin wieder zu Hause. Oh. Wen interessiert es? Ja, du bist ja eigentlich original gemacht, aber bei mir ist ja alles falsch. Schau doch mal ruhig, was der sagt, kam. Warum muss denn einer so rein? Ehrlich, ist furchtbar. Wen findet ihr besser? Oder? Psst. Du warst beim Powershop in Saint-Tropez und hast nur 12 Tüten. Ach so, ja, das sind nur die Quittungen. Die Lieferung kommt morgen. Das könnte ich sein. Aber hast du gesehen, was... Mein Tag ist uns definitiv... Wie geht ihr denn an die große Möps? Die sind größer als deine. Ich weiß, unter dem Sinne groß. Und von dem habe ich mir für meinen Schatz... Ja, aber Kohle für Roberto Gassini haben die nicht im Fernsehen, ne? Ja, das ist vielleicht sollte man das denen mal schicken hier. Guck mal. Ja. Der Tag, an dem diese guck mal, der Hochzeitstag. Gregor Glanz mit Geige. Ist er ja gestorben oder was? Boah, den Haken, das hätte den Haken noch. Guck mal, das Hemd habe ich auch mit Monte Carlo drauf. Das hat ich damals gemacht. Das hat er sich ja nachgekauft. Wenn ich verkleidet habe, was solche Leute denken. Robert! Du weißt ganz genau, was heute für ein Tag ist. Und er hat nicht kapiert, dass man keine Stahluhren kriegt. Eine Flash-Jogen-Uhr. Heute ist unser Hochzeitstag. Auf jeden Fall im Fernsehen. Hast du das vergessen? Mama, sag mal, just by the way.
Just by the way. Ja, also erstmal war ich ein Quartier, weiß mittlerweile ganz Deutschland. Ich hatte Hunger, ich musste runter zum Beach, ich hatte einen Tisch reserviert. Und wenn meine freien Radikale nichts zu essen bekommen, dann sinkt die Blutzuckerspiegel für mich. Dann hat man mal irgendwo. Der hat aber weißere Zähne als nervös. Du. Und zweitens mal. Ja, der hat den Karneval-Shop gekauft. Die in allem Farben. Tut man so rein und fertig. Ich sag mal, ich tue ja meine auch rein. Ich kann so nur Körper schon fast jedes Körperteil ausgetauscht. Nur das, was nur die Haare sind irgendwie, da haben die schon gut hingekriegt. Hast du den verdurrt? Was? Das wird dem Hochzeitsaches Kinderkack und auf Kinderkack habe ich keinen Bock. Du kriegst kein Geschenk. Robert, das ist nicht dein Ernst. Ich spreche heute kein Wort mehr mit dir. Ist das ein Versprechen? Ja, komm, wie geil ist das denn? Du kannst ja irgendwie kaufen. Echt? Bin ich türkisch oder was? Mach dich fertig, in 5 Minuten bin ich weg. Das mach ich. Aber vorher spreche ich so nicht. Nix da, Frau. Wir haben schon wieder Uhrzeit. Der Time läuft ab. Mando, wenn ich du wäre, wäre ich doch lieber ich. Den muss ich noch merken, den Spruch. Ja, komm, den hast du schon mal gesagt. Ja? Ja. Das, da kann ich mich ja mit dran erinnern, aber ist klar, wenn man natürlich seit 8 Jahren Fernsehen macht. Und ich glaube, der ist kleiner als ich. In so einem Haus würde ich schon ja nicht wohnen. Guck mal, was für eine Kitschhütte. Robert natürlich ein absolutes No-Go. Ja, der hasst das. Aber indirekt ist er sich schwer am Freuen darüber. Ich will auf jeden Fall noch in den neuen Gucci-Shop. Was wollen Sie denn bei dem Gucci? Haben Sie sich auch noch eine Hummer gekauft oder so? Oder ausgeliehen? Quatsch, ausgeliehen. Ausgeliehen. Guck mal, das ist ja, das ist ja auch... Was ist das für ein Haus, Robert? Sorry. Ich werde nicht... Mein Mann, der ist sehr speziell. Der kann das nicht so zeigen, aber er meint das. Ja, aber die Stimme kommt natürlich nicht so. Wenn ich der Kamel sagen würde, sag mal, wirklich, über sie denke, meine. Dann würde ich sie nur verletzen. Nee, doch. Das ist so wie Opa, das ist so wie Opa. So wie Opa. Er redet wie Opa. Was? Er redet wie Opa. Das ist nicht dein Ernst. Nee, Opa redet ein bisschen. Komm, geh mir nicht auf den Sack, Frau. Mehr kannst du knicken. The Bank of Robert is closed. Also der erinnert mich mehr an den Marco Lasch. The Bank of Robert is closed. The Bank of Robert is closed. Ich mach doch heute nicht mehr auf. Heute will ich nicht. Ich will auch nichts. Guck dir das an. Ey, dann hau ich ihn natürlich nicht. Ich hab gerade gesagt, mit 1500 Euro kann ich ein Eis in Monaco kaufen. Die Tüten tragen, das hasse ich bei dem Shoppen. Können wir da kein Träger haben? Nee, die haben keine Angestellten. Was hast du denn jetzt? Ja, die sind da ganz falsch. Nee, die haben uns aber nicht wirklich studiert. Oh, die Dinger sind nur der Burner. Was ist das? Das dicke Ohrringe. Zieh dir die Ohrläppchen noch runter bis in die Knie gehe. Du siehst aus wie Dumbo. Oder Lob passt ja zu deinem Elefantenhaar. Robert, guck mal, das sind keine Ohrringe. Das sind Designer-Klosteine. Die sind absolute Must-Have. Von Domestos. Must-Have. Da gucke ich öfter und vor allem auch lieber rein, als in dein Gesicht. Hat der eine Nase, sag ich dir. Die haben sie denn doch angeklebt, oder meinst du? Der hätte so Nase, sag ich dir. Der hätte so Nase? Ja. Oh, Scheiße. Was meint ihr denn jetzt damit? Die muss aber operiert werden. Wir haben ja Hochzeitstag. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, jetzt sieht er ja dein Vater, dein Vater macht auch immer so mit den Zähnen. Ja? Ja. Ich glaube, das ist so eine. Deine Stimme ist so eine Mischung von Opa und deiner. Ja. Ja. Also meinst du, der hat beide studiert? Also ich finde, dich haben sie besser. Was ist das jetzt? Aktenzeichen das XY. Sei ruhig. Aktenzeichen XY Spezial. Gottschalk-Affäre. Aus München. Mein Name ist. Rudi Zang. Das verhieß sogar seinen Namen. Unter seinen Decknamen als Tommy, Supernase oder der neben der Hunziger. Die Polizei fragt nun, wer hat Gottschalk in den letzten drei Minuten gesehen? Bei mir im Studio möglicherweise das schon? In den letzten Augenblick Carmen und Robert Geis. Guten Abend. Robert! Weißt du denn jetzt? Kommst du, sieht uns, als wenn du aus einem Sadomaso-Laden kämpfst mit der Carmen. Ja, mit der. Sie hat mehr was von der Sophie Wollersheim als von mir. Vor allen Dingen hätte sie so ein spitze Nas. Steht mir gut an Dingen, oder? Keine Lippen. Guck mal jetzt, guck mal jetzt. Mit dem Föhn hat die Hirn weggebrannt. Robert. Hat aber alles schon dich runtergeschrieben. Jetzt halt doch mal den Bagger. Lass der arme Mann doch mal ausreden. Jetzt mein Gott. Vom Nachfragen ist noch keiner blöd geworden. Hör mal, was ist das? Schuppreischen. Ja, Schuppen.
das zur Last gelegt. Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsberaubung, ich glaube, und das ist Entfernung einer Autotür. Wie weit können Sie das bestätigen? Sag du, in den Schuhen kann ich nicht reden. In den Schuhen? Gott sei Dank versucht hier mit der Autotür Leute umzunehmen. Mega geil. Mega das war 1A, wie bei Rambo. Nee, wie bei Terminator. Wo waren denn da bitte Roboter? Ja, du bist auch so ein Roboter. Robert. Das macht's aber nicht schlecht. Mach das weg. Ja, das, guck mal, die hat auch so weiße Zähne. Ja, ja, die sind, ja, boah, den Zahnarzt. Wir müssen nachlegen, sag ich dir. Und das hier ist das Vergleichsstück. Ja, ich auch. In so einer Karre würden bei mir zu Hause in Saint-Tropez meine Ping-Pongs und Bimbos für mich schon nicht mal mitten in der Nacht für mich zum Sondermüll fahren. Ja, was vermuten Sie denn als Beweggründe hinter diesem Tag? Ja, greif ne nackter Neger mal in der Tasche, ne? Ja, was denn, Carmen? Der Gottschalk ist pleite, der doof. Ende aus, Nikolaus. Ich was hätte die für ein verzerrtes Gesicht? Die Dorennase, hab ich so eine dicke Nase? Nein, das ist die Nase von der. Der Gottschalk war gestern nicht nur bei der Arschkonesse auf Bali. Ja, ja, und dann sein komisches Schloss und so. Was kannst du normalerweise nicht oder Hinterreifen schlafen? Guck. Ja, danke für das Gespräch. Ja, komm, ist gut. Ja. Wir müssen essen, ja. Guck, der wollte jetzt gerade wieder sagen, das ist Uhrzeit. Aber wir haben jetzt gleich auch Uhrzeit. Ich sagte, jetzt sind noch 20 Minuten, sind 1 Uhr. Du guckst doch hier. Ja, ich sag ja, ich gucke jetzt noch eine Sendung und dann jemand. So, zack. Wieso, wie viel gibt man denn davon? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kinder, wie findet ihr das? Das ist schon lustig. Ich geh jetzt essen. Kannst du mal machen. Oh, tschüss, ich mach kein Bock. Es ist Uhrzeit, Leute, komm. Ab zum Beach. Ich geh lieber schlafen. Och, mein Püppi. Ich gehe auch essen. Haben wir hier noch was? Komm, ich will nur eine sehen. Ich will auch noch eine sehen. Gibt's nur eine? Ne, oder? Ne, komm, Papa ist, komm. Sonst wird Papa suchen. Carmen, komm jetzt! Oh Gott, das sag ich doch. Komm, wir gehen! Ja, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bei 2000 Likes geht's in die nächste Runde. Dann machen wir auf jeden Fall weiter und ihr werdet mehr von uns sehen, oder? Dann gibt's Teil 2.